Wir sind die Tischlerei Ilsenhuber und es gibt seit dem Jahr 2002. Mein Vater hat sich damals mit 40 Jahren entschieden, dass er sich selbstständig macht. Er hat dann die Meister- und Unternehmerprüfung gemacht und gleichzeitig auch die Tischlereiwerkstatt in unseren Vierkanthof integriert. Wir begleiten unsere Kunden durch die ganze Einrichtungsphase, sprich von der Planung, Installationsplanung, Produktion bis hin zur Montage. Es geht einfach nichts über eine tadellose Betreuung. Und vor allem, es ist dann das Schöne, wenn man ein Möbel oder einen Raum wachsen sieht. Also so, wenn aus dem Plan Wirklichkeit wird. Nur dazu kommt ist, dass wir durch unsere CNC-Maschinen auf individuelle Kundenwünsche eingehen können. Und dadurch halt dann natürlich auch eine gewisse Form von Unikate entstehen lassen. Das heißt, so viel wie bei uns gibt es einfach keinen Raum zweimal. Trotz moderner Techniken oder wie durch unsere CNC-Maschine sind wir doch ein traditioneller Handwerksbetrieb. Durch die Kombination dieser Sachen lassen sich wirklich, wie soll ich sagen, feine Gestaltungen verwirklichen. Unser Einrichtungsbereich geht quer durchs Haus, kann man eigentlich sagen. Man fängt von der Haustür über den kompletten Innenbereich. Das heißt, wenn man beim Vorhaus reingeht, Innentüren, Wohnzimmer, Küche, Bad, Schlafzimmer, Wellnessbereich, Schrankraum und so weiter. Also da gestaltet sich das ganze Haus eigentlich mit. Auf was man viel Wert legt, ist auch, dass man für den Kunden ein persönliches Gesamtkonzept erstellt. Was so viel heißt wie Boden-, Wand- und Deckengestaltung, Beleuchtungskonzept, dass die Farben alle harmonieren. Einfach, dass man ein stimmiges Wohngefühl kriegt. Dass sich der Kunde bei uns wohlfühlt, dass er weiß, dass wir auf seine Wünsche eingehen. Das sind einfach die Sachen, auf die was drauf ankommt. Nur dazu ist es halt dann auch schön, wenn man weiterempfohlen wird und wenn die Kundschaft dann auch gerne wiederkommt.